Leute, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play BeamNG Drive. Und genauso wie erwartet, gibt es noch keine Mods und immer noch keine weiteren BeamNG Updates. Das heißt, wir machen etwas, was wir schon vor 2 Jahren gefühlt schon zum 30.000. Mal gemacht haben. Nochmal. Yay. Aber wird schon ganz lustig sein. Wir werden aber ein paar Crashes verursachen oder so. Entschuldigt meine Haarpracht, die heute etwas bäuerlich ist. Das ist jetzt nicht. Das war nichts gegen Bauern. Love you all. Wir sind alle von euch abhängig gerade. Das war ein Witz, den wollte ich. Ich wollte so einen mittelalterlichen Witz machen über Ständer. Also das war wirklich so eine No-Offense. Jedenfalls, ich habe heute ganz viel VR gespielt, deswegen dachte ich mir, ich muss die Haare eh nicht machen. Ich werde ja auch eh nicht rausgehen. Weil, ich bin hier noch bis einschließlich morgen, also heute bei euch, bis einschließlich heute, bin ich ja noch in Isolation, Selbstisolation. Und selbst danach sind wir ja nicht wirklich raus. Also außer den 5 Minuten Spaziergang, den ich mir täglich gönne. Zu Off-Peak-Zeiten, zum Beispiel um Mitternacht, werde ich eh nicht rausgehen. Also, why bother? Jedenfalls. Nee, aber hauptsächlich eigentlich wegen VR. So, wir versuchen hier bei dem Rennen mit unserem Frontantrieb Covet gegen den Heckantrieb Allrad. Gegen den Allrad Sunburst anzukommen. Und das ist definitiv ein herausforderndes Rennen, deswegen mag ich das Szenario eigentlich. Das heißt eigentlich, ich mag das Szenario. Punkt, Strich und Ende. Und ja. Tschüss zu. Huhu. Ich glaube, der Wagen hat aber eine andere Lackierung, der Sunburst. Also, hey, abwechselnd. Basically, Deutsch, so gesehen, komplett neues Szenario. Grundlegend eigentlich, keine Ahnung, das ist die wörtliche Übersetzung dafür. Also nicht die Wort für Wort, sondern die sinngemäße Übersetzung. Ich kann kein Deutsch, ihr wisst das alle. Beschwert euch in den Kommentaren, wenn ihr wollt. Kriegt ein Herz. Wer auch immer sich mal mein Deutsch beschwert, kriegt ein Herz heute. So, wir überholen auf jeden Fall auf der Innenseite rechts vorbei. Ihr denkt dran, wo wir gerade von Überholen reden. Gestern kam eine neue Folge Formel 1 2019 Karrieremodus Bahrain, was momentan Fanta Galastisch geniale 250 Views hat. Also kann ich eigentlich gleich mit BeamNG aufhören, weil an die Views kommt es eh nicht ran. Also wenn ihr da ein bisschen pushen wollt, Link ist am Ende der Folge. Nö, hau ab. Du Arsch, du. Sag mal, spinnst du? Okay, du willst spielen? Können wir... Blöder Frontantrieb. Kann ich nicht mal vernünftig mit dem Wagen mitrahmen? Der zieht uns jetzt halt... Ach, das war's. Das war's. Weil er uns gedreht hat, zugeben. Ich habe ihn uns drehen lassen. Ich glaube, ich will mich da aber mal kurz... Ich werde da mal einen geharnischen Brief rüberschicken. Und das mache ich, indem ich im Gang bleibe, Vollgas gebe und ihn gleich ins Heck ramme. So wie das jeder zivilisierter Bürger macht. Wenn er sich bei jemandem beschweren will. Er macht einen schönen kleinen Drift. Und wir machen einen schönen kleinen Tap. Überrollkäfig sorgt natürlich dafür, dass wir alle schön sicher bleiben. Also, wir überschlagen uns beide. Unerwartet. Und kommt darüber. Na. So, wollen wir mal einen anderen Wagen wählen? Irgendwas, was ein bisschen spaßiger ist als ein Frontantriebler. Wie wir es mit einem. Ich weiß nicht, ob der Corsisch genau. Ich weiß nicht, wer genau die Geschwindigkeitsunterschied ist. Mal schauen. Wir werden es herausfinden. Warum schaltest du hoch? Mach ich das jetzt manuell. Okay, er zieht uns ein bisschen ab. Er zieht uns ein bisschen sehr ab. Vielleicht habe ich die falsche Variante gewählt. Oh Gott. Keine Ahnung. Okay, dann gehen wir halt mal durch. Ab durch die Hecke. Teil 2. Okay, das war gar nichts. Scheiß auf den Wagen. Nimm einen vernünftigen Wagen. Knallhart. Der ist wenigstens weinig. Der fährt wenigstens gut. So. So, da haben wir schon mal einen guten Launch. Er schaltet ein bisschen schneller, da eine entweder eine sequenzielle Schaltung oder eine Doppelkupplung hat, während wir eine manuelle Schaltung haben. Das hat man eben gesehen, dass er schön Zeit gewonnen hat. Und wie immer kriege ich die erste Kurve nicht. Was Tradition ist in diesem Szenario für mich. Okay, aber ich glaube, unsere Knallhart-Variante, die hat hier ordentlich Power. Wir haben wahrscheinlich aber nicht den Grip, den der hat, da vorne.
Aber wir haben den Skill. Wir sind der bessere Fahrer. So. Oh. Und wir können einfach raustippen. Und Tschüss sagen. Das geht auch immer. Und dann hier gegen crashen. Und dann noch viel schlimmer hier gegen crashen. Springen. Und uns nicht überschlagen sogar. Wollen wir das nochmal richtig machen? Hier die beiden schwarzen Fahrzeuge gegeneinander. Das ist so ein cooles Need for Speed Rennen mäßig. Können wir versuchen, ihn so viel wie möglich zu blocken. Oh. Okay, er hat seine Meinung dazu klar gemacht. Können wir noch weiterfahren oder? Naja, nicht mehr wirklich so gut. Lass nochmal ab durch die Ecke probieren. Au, 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 au. Okay, das endet in nichts Gutem. So, komm schon. Wir haben den besseren Launch. Wir haben immer den besseren Launch. Der hatte echt gar kein Interesse daran, irgendwie fair zu fahren, der Typ. Ist halt echt ein extrem. Eine extrem unfaire KI. Die nicht wirklich Rennen fahren kann, sondern eher nur eine Strecke entlang fahren kann. Und wenn jemand im Weg ist, ist halt weggerammt. So. Okay. Bremsen. Okay. Komm schon, jetzt hier rein. Schieb ihn raus. Oh, er hat uns rausgeschoben, effektiv. Wir haben uns eigentlich selber rausgeschoben, geben wir es zu. Okay, jetzt haben wir ganz ordentlichen Abstand. Jetzt hör auf, hochzuschalten, runterzuschalten und wieder hochzuschalten. Entscheide dich für einen Gang und gut ist. So. Oh, Allrad. Genauso viel Schönes untersteuern. Und noch mehr unter... Ich hasse Allrad. Ich hasse Allrad. Alles, was nicht Heckantrieb ist, in den Müll damit. Ende. Nicht wirklich, aber... So, wahrscheinlich unser Monok hier wird aber zu langsam sein. Können wir Gas geben? Ist einfach so frustrierend, wenn die Dinger immer untersteuern, weil sie scheiße sind. So, der hat jetzt... Okay, vergiss es. Der hat nicht genug Power. Was hat Heckantrieb? Und ist ein vernünftiger Wagen. Track Day. Und jetzt haben wir aber den Frontantrieb weg, dass du nur noch Heckantrieb bist. Wie wär's damit? Ganz simpel, indem wir hier runtergehen zum Motor. Transmission. Rear-Wheel Drive Transfer. Whoop. Wir haben Heckantrieb. So, du kannst aufhören, deine RPMs hochzudrehen. Kann ich, jetzt, danke. So, natürlich haben wir jetzt einen schlechteren Launch. Gar nicht mehr so viel schlechter, aber. Ich denke, der Track Day ist aber wahrscheinlich ein bisschen der bessere Wagen im Vergleich zum Sunburst. Mal schauen. Kleine Kollision. So, Kampf der, der Rennstreckenfahrzeuge. Oh, das war jetzt wirklich ein Kampf. Okay, nee, wir wollen es schon fair halten. Tut mir leid, dass es so eine chaotische Folge ist, aber es gibt halt nichts mehr zu tun jetzt im Spiel gerade. Ich weiß echt nicht, warum es dieses Mal so lange... Ich meine, Leute, wir sind alle in Quarantäne und... Also nicht wirklich Quarantäne, aber Selbstisolation. Warum gibt es keine Mods? Ihr habt nichts anderes zu tun. Macht Mods. Okay, das war gar nicht mal gewollt. Aber ich nehm's. So. Das hätte er theoretisch wahrscheinlich so... Okay. Unsere Slicks haben absolut keinen Grip hier. Erstaunlich wenig Grip sogar. So, puh. Vielleicht haben wir unseren Rahmen ein bisschen gebogen. Also wahrscheinlich, ja. Natürlich haben wir unseren Rahmen gebogen. Mit dem Einschlag. Sehr wahrscheinlich. Aber es ist komisch, wie er die Power reinbringt. So, okay. Hier, nein. Knapp. Danke. Rum. Kommt er noch mit oder nicht? Ne, der ist raus. Nach vorne gucken, vielleicht, wenn man Gas gibt. Damit man merkt, wenn sowas passiert hier. Also ich gebe zu, der Track Day, wenn man den nur auf Heckantrieb macht, ist ein bisschen spaßig, was den Heckantrieb angeht. Gut, dass ich es nicht gesagt habe. Ich wollte gerade sagen, aber da muss man ja nur fahren können. Und es war mir genau klar, dass ich in dem Moment crashen werde, wenn ich das sage. Machen wir nochmal einen Crash und dann war es auch für die heutige Folge. Wie gesagt, wie immer, wenn ihr irgendeinen Wunsch habt, schreibt ihr mir einfach unten in die Kommentare. Es ist so wahrscheinlich wie noch nie, dass euer Wunsch genommen wird. Also macht es einfach. Wenig zu verlieren. Und ja, ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Zuschauen. Auf sich, sagt tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer GCD. Komm, ich will den noch crashen. Mein Gott. So, blöder. Ja, hau ab, blöder Sunburst. Ja, ich will den einfach nur so wegrammen.
So. Ja.